In diesem Video werde ich eine Auswahl von Vorstellungen und Ansichten von Immanuel Kant und David Hume zu ethisch-moralischen Fragestellungen kurz vorstellen. Der philosophische Teilbereich der Ethik beschäftigt sich unter anderem mit der Erkenntnis des Unterschieds zwischen Gut und Böse. Aus diesem Grund ist es notwendig, sich damit auseinanderzusetzen, wie Menschen ihre moralischen Entscheidungen im Zusammenhang mit ihren eigenen Erleben und Verhalten begründen. Immanuel Kant beschäftigt sich unter anderem mit der Natur des Menschen, also dem, was als typisches Erleben und Verhalten der Menschen bezeichnet werden kann. Für Kant ist der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen, welches eine Bereitschaft für moralisches Verhalten hat. Er unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen zwei Formen der Vernunft. Er unterscheidet hier die theoretische Vernunft und die praktische Vernunft. Kommen wir zuerst zur theoretischen Vernunft. Der Mensch setzt sich mit Hilfe der theoretischen Vernunft beispielsweise mit den Möglichkeiten und Grenzen der Vernunft auseinander. Das Erkenntnisziel der theoretischen Vernunft bezieht sich auf den philosophischen Bereich der Erkenntnistheorie. Kommen wir jetzt zur praktischen Vernunft nach Kant. Mit Hilfe der praktischen Vernunft versucht der Mensch, die konkrete Frage zu beantworten, wie man in einzelnen Situationen handeln soll. Mit Hilfe der praktischen Vernunft unterscheidet das Individuum unter anderem zwischen Recht und Unrecht. In diesem Sinne meint Kant, dass die Bereitschaft für moralisches Verhalten der Unterstützung durch die sogenannte praktische Vernunft bedarf. Laut Kant können moralische Handlungen und nicht moralische Handlungen unterschieden werden. Diese Unterscheidung gelingt durch eine Untersuchung der Motive für die einzelnen Handlungen. Wenn Menschen ein bestimmtes Verhalten nur aufgrund persönlicher Neigungen zeigen, handelt es sich um nicht moralische Handlungen. Wenn Menschen dagegen ihre moralische Pflicht erkennen und aufgrund dieser Pflicht etwas unternehmen, handelt es sich um moralische Handlungen. Kant geht davon aus, dass es eine Pflicht zur Befolgung bestimmter moralischer Regeln und Gebote gibt. Eine Vorbedingung für diese Pflichtbefolgung stellt die Notwendigkeit der Erkenntnis dieser Pflicht dar. Jeder Mensch muss sich um diese Erkenntnis bemühen. Dies bedeutet, dass letztlich aus moralischer Sicht die persönlichen Vorlieben des Individuums nicht wesentlich sind, sondern ein Verzicht des einzelnen Menschen auf dessen persönliche Vergnügungen geboten sein kann, wenn dadurch moralische Pflichten verletzt werden könnten. Das sogenannte Gleichnis vom reichen Jüngling kann diese Sichtweise deutlich machen. Ein reicher Jüngling unternimmt mit einer jungen Frau einen Spaziergang. Als beide einem Bettler begegnen, spendet der Jüngling diesem einen hohen Geldbetrag. Kann das Verhalten dieses Jünglings als moralische Handlung bezeichnet werden? Kant meint, dass die Folgen einer Handlung für sich genommen nicht entscheidend sind, sondern die Motive bzw. Beweggründe einer Handlung. Wenn der Jüngling das Geld spendete, um die Frau beeindrucken zu können, handelt es sich um keine moralische Handlung. Wenn dagegen der Jüngling dem armen Menschen helfen wollte, handelt es sich um eine moralische Handlung. Als ein vergleichbares Beispiel kann man sich ein Kind beim Schachspielen vorstellen. Wenn diesem Kind zufällig ein richtiger Schachzug gelingt, könnte man fälschlicherweise meinen, dass dieses ein Verständnis von den Regeln und der Zielsetzung des Spieles besitzt. Erst wenn man die Spielregeln kennt, ist man in der Lage, Schach zu spielen. In diesem Sinne ist man laut Kant erst dann in der Lage, moralisch zu handeln, wenn man die in der jeweiligen Situation gebotene moralische Pflicht erkannt hat. Die Befolgung des sogenannten kategorischen Imperativs stellt für Kant eine notwendige Voraussetzung für das gelungene Zusammenleben der Menschen dar. Der kategorische Imperativ lautet folgendermaßen: Handle so, als ob die Maxime, also die Zielsetzung deiner Handlung, durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz, also allgemein verbindlich werden sollte. Eine etwas verständlichere, alltagssprachliche Fassung könnte lauten: Stell dir vor, jeder würde bzw. dürfte das tun, was du gerade überlegst zu machen. Das bedeutet, dass jeder Mensch
bei seinem Handeln beachten sollte, allgemein verbindliche Gesetze zu befolgen. In jeder Entscheidungssituation sollte sich der Mensch überlegen, wie andere Personen an seiner Stelle handeln würden. In einer gleichen Situation sollten letztlich alle Menschen gleich handeln. Dies setzt voraus, dass es für jedes Individuum allgemein verbindliche moralische Regeln gibt und sich dadurch gegenüber allen Menschen moralische Verpflichtungen ergeben. Es muss in diesem Zusammenhang angesichts der hohen Erwartungen des kategorischen Imperativs an den Einzelnen kritisch hinterfragt werden, ob dieser tatsächlich von den Menschen umgesetzt werden kann. Kant ist der Ansicht, dass das Erfüllen moralischer Pflichten keine Garantie für ein glückliches Leben bzw. Glücksgefühl darstellt. Moralische Pflichten sollten also nicht mit der Absicht verfolgt werden, ein glückliches Leben zu führen. Diese Erwartungen würden zwangsläufig enttäuscht werden. Kants Vorstellungen zur Moral werden insofern kritisiert, da die Möglichkeit der Erkenntnis von moralischen Notwendigkeiten in Frage gestellt wird. Im Bereich der Moral gibt es keine Notwendigkeiten, die mit einer logischen Notwendigkeit wie beispielsweise 2 plus 2 ist gleich 4 verglichen werden könnte. David Hume lebte von 1711 bis 1776, war ein Vertreter der Denkrichtungen des Empirismus und des Skeptizismus. Der Empirismus geht davon aus, dass die Wissenschaft ihre Erkenntnis vor allem durch Sinneserfahrung, Beobachtung und Experiment gewinnen sollte. Der Mensch ist aus Sicht dieser Denkrichtung bei der Geburt vergleichbar mit einer Tabula rasa, einem unbeschriebenen Blatt bzw. Tafel. So wie die leere Tafel keine Inhalte beinhaltet, besitzt laut dem Empirismus der Mensch bei seiner Geburt keinerlei Vorkenntnisse. Aufgrund unserer heutigen wissenschaftlichen Kenntnisse können wir aber davon ausgehen, dass der Mensch bereits bei seiner Geburt über zahlreiche Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten verfügt. In diesem Zusammenhang irrte also David Hume. Hume meint als Empirist, dass der Mensch durch seine Sinneserfahrungen lernt. In diesem Sinne erwirbt das Individuum auch moralische Überzeugungen durch Erfahrungen und Beobachtungen. Als Vertreter des Skeptizismus bezweifelt Hume die Möglichkeit sicherer Erkenntnis und geht von einer geringen Gewissheit unseres Wissens aus. In diesem Sinne vertritt Hume auch die Ansicht, dass moralische Aussagen nicht bewiesen werden können. Hume unterscheidet zwei Arten von Aussagen, beschreibende und vorschreibende Aussagen. Kommen wir zu den beschreibenden Aussagen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von sogenannten deskriptiven Aussagen. Das Beispiel, das Gras ist grün, verweist auf ein Merkmal dieser Art von Aussagen. Beschreibende Aussagen geben einen Hinweis auf den Ist-Zustand einer Sache oder eines Zustandes. Kommen wir zu den vorschreibenden Aussagen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von sogenannten präskriptiven Aussagen. Das Beispiel, jemanden zu ermorden ist falsch, verweist auf ein Merkmal dieser Art von Aussagen. Vorschreibende Aussagen geben einen Hinweis auf einen Soll-Zustand und nicht den Ist-Zustand einer Sache. Moralische Aussagen ordnet Hume dem Bereich der vorschreibenden Aussagen zu, da Aussagen dieser Art wie beispielsweise Stehlen ist falsch einen Sollzustand beschreiben. Für Hume sind moralische Aussagen nicht beweisbar. Für David Hume werden moralische Überzeugungen durch Lernprozesse und Gefühle verursacht. So verspüren viele Menschen bei ihrer Ablehnung des Mordens übereinstimmend ähnliche Gefühle.